Viktoria Stirnemann. Zukunft liegt vorn und dort will ich hin. Erlebt heute unseren ersten Videobericht zu einem Eisschnelllaufwochenende in Erfurt. Viktoria, wann bist du heute aufgestanden? Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin ehrlich gesagt kurz vor 8 aufgestanden. Hab mir dann, muss ich zugeben, noch einen Livestream angeschaut von dem Weltcup in Japan, was da gerade stattfindet. Und habe mich dann auf meinen Wettkampf konzentriert und gefrühstückt. Unterscheidet sich das Frühstück an einem Wettkampftag? Was gab es bei dir heute früh? Nee, bei mir nicht. Ich habe Müsli gegessen mit Joghurt und ein paar Beeren. Ihr möchtet mehr über Viktoria erfahren. Ja, 41,25 Sekunden auf 500 Metern. Wie schätzt du diesen Lauf ein und wie fühlt sich eigentlich die Geschwindigkeit an? Ja, es war mein erster Lauf dieses Jahr in Erfurt. Bin bisher nur in Insel gelaufen und da ist die Eisbahn, also das Eis ist schon schneller dort. Und von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meiner 41,2. Der Angang war gut. 2 Zehntel besser als die letzten Angänge der Saison. Von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden, ja. Dankeschön. Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft EG. Deutschlands Beste. Caridio Image und Eventfilmproduktion.